Hallihallo, ich begrüße dich hier zum Tutorial. Wie drehe ich ein blaues Herz? Ich nehme dafür einfach weißen Steinzeugton. Du kannst da unschamottierte Drehmasse nehmen, weil der Boden relativ klein ist. Hier nehme ich jetzt mit dem Draht ein Stück ab. Das sind ungefähr 300 Gramm, die ich abgeschnitten habe. Und das sind jetzt ungefähr 1,5 Kilo bis 2 Kilo. Wie gesagt, ich wiege das immer nicht ab, weil es geht bei mir immer darum, eine ordentliche Formsprache zu entwickeln und aus dem Gefühl heraus zu arbeiten. Das heißt, das Gefühl, wenn du das ohne Gewichte machst, dann entwickelst du automatisch ein Gefühl, auch ein viel besseres für Formen. Und und das ist halt so meine Ästhetik dabei. Wenn du aber unbedingt 200 Gramm benutzen willst, dann musst du 200 Gramm nehmen. Das sind jetzt so ungefähr 180 bis 200 Gramm, die ich jetzt zentriere. Die Kamera muss natürlich schön eingestellt werden. Dann nehme ich immer so einen kleinen Fong und mache den dann so mit einem flachen, mit den flachen Fingern so drauf, damit der Tonklumpen besser hält, und bei größeren Böden hast du dann auch nochmal den Verdichtungseffekt von unten. Und dann zentriere ich das. Ich stütze mich hier schön ein und zentriere das halt ganz normal, wie du auch einen großen Klumpen zentrieren würdest. Dann mache ich den Kegel, ne, so mit dem, da gibt es auch ein extra Video nochmal ein bisschen ausführlicher. Und dann der Aufbrichgriff. Wie gesagt, der Aufbrichgriff ist ganz haargenau erklärt in meinen Kanalmitgliedschaften. Und dann kannst du mit dem, ja, mit der Schiene das noch ein bisschen kletten. Das ist jetzt relativ schnell gewesen. Ich habe das nur ganz minimal hier verschnellert, dieses Video. Also wie gesagt, mit dem Aufbrechgriff, da kannst du halt sehr, sehr effizient arbeiten. Hier habe ich jetzt blaues Farbpigment, ein bisschen angerührt mit Wasser, um einfach einen Show-Effekt zu gewährleisten. Es ist natürlich viel, viel besser und klüger, da eine Schlicker-Suspension draus zu machen, damit du das dann halt auch brennen kannst. Und dann forme ich auch ein Herz daraus. Das Farbpigment, das ist unter der transparenten Glasur nicht so, als wenn du jetzt ohne Schlicker arbeitest, ohne hier Suspension, also hier, dann platzt das ein bisschen ab. Also das heißt, ich habe das Video halt für die Show gemacht sozusagen. Und aber du musst, wenn du das jetzt wirklich brennen willst, das Herz, da empfehle ich dir wirklich eine Suspension aus Schlicker und Farbkörper zu machen. Aber genau, also manchmal klappt es, manchmal aber nicht. Also das Risiko ist relativ hoch, bei wenn du nur Farbpigment mit Wasser vermengst. Das wollte ich sagen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss.